Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Mario Kart 8 Deluxe Booster Streckenpass. Nun ist es soweit, endlich ist Welle 2 verfügbar und es beginnt mit dem Rübencup. Ja, wie ihr sicherlich schon gesehen habt und auch mitbekommen habt, es ist diesmal leider nicht direkt zum Start der zweiten Welle dieses Video gekommen. Tut mir auch leid, allerdings hat sich das Ganze bei mir etwas verschoben. Ich habe auch beide Cups schon jeweils privat einmal gespielt. Nichtsdestotrotz werde ich nochmal ins Detail mit euch die einzelnen Strecken begutachten und bewerten. Das war ein Scheißstart. Und dieses New York Speed Highway, oder Speedway heißt es ja, muss ich sagen, sieht schon wirklich ziemlich geil aus. Und auch die Mucke hat echt was für sich. Crap. Das ist ein richtig guter Kackstart, würde ich sagen. Ja, Ende März kam mir die erste Welle raus. Nun mussten wir echt eine ganze Zeit lang warten. Und nun am 4. August kam nun endlich Welle 2. Man hatte schon die ganze Zeit die Vermutung eigentlich, dass sie im Juli kommen sollten. Das wäre eigentlich so der perfekte Rhythmus gewesen von den Monaten her. Denn nun, wenn sie das gleichmäßig machen, wäre es erst Januar. Davon gehe ich aber ehrlich gesagt nichts aus. Ich glaube, dass die pünktlich zu Weihnachten die dritte Welle rausbringen werden. Weil das macht doch vom Rhythmus her sonst auch einfach keinen Sinn. Wenn sie sagen, bis Ende 23 alle 6 Wellen. Weil sonst müsste sich das ja immer weiter zusammenstauen im nächsten Jahr. Dementsprechend gehe ich einfach davon aus, dass sie das nun verschoben haben, weil ja Ende Juli erst die Zusatzinhalte von Mario Strikers Battle League Football rauskamen. Und dementsprechend, denke ich mal, haben sie das einfach verschoben. Ich hätte es zwar trotzdem an Nintendo Stelle andersrum gemacht, weil ob jetzt die erste Welle von Mario Strikers 2 Wochen früher oder später kommt, wäre egal gewesen. Aber dann hätte es für Mario Kart mehr Sinn gemacht. Aber gut, man muss nicht immer alles verstehen, was Nintendo abzieht. Aber nun ist es da und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass zusätzlich zu den Weihnachtsferien einfach dann auch die dritte Welle kommen wird. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, was da als erstes auf uns zukommen wird. So. Erstes Rennen haben wir schon mal hingekriegt. Ja, denn wo ich jetzt das erste Mal die beiden Cups gespielt habe, bin ich bei keinem von beiden Erster geworden, geschweige denn überhaupt Gold. Also ich muss mich hier anstrengen. Meine Ehre steht jetzt hier auf dem Spiel. Als zweites haben wir die allererste Strecke von Mario Kart, Marios Piste 3 von der SNES. Warum auch immer die jetzt mit drin ist. Also, nein, ich kann es verstehen. Ich meine, es soll ja eigentlich jetzt so Mario Kart 8 Deluxe, soll ja jetzt eigentlich so ein, gerade jetzt mit dem Booster-Streckenpass, so ein, ja, ich habe immer früher gesagt, so ein Mario Kart Revolution oder Evolution in dem Fall, ja, passt dann eher. So, alles bisherige würde nochmal in einem extra Mario Kart kommen und das machen sie jetzt praktisch mit diesem Booster-Streckenpass und da gehört halt nun mal auch die allererste Strecke dazu in die Sammlung. Ist halt nun mal so, ey, diese Stelle regt mich so heftig auf, wirklich. Also ich muss sagen, fahrtechnisch ist die echt genauso Mist wie damals beim Original. Ich glaube, das war auch die Strecke, die mich direkt rausgekickt hat. Ich fände die Mario Kart Tour Strecken, also auch schon in der ersten Welle, aber jetzt auch gerade hier. Also hier in der zweiten Welle sind sie deutlich komplexer, muss ich sagen, auch schon jetzt gerade bei New York. Hat man dann schon gemerkt. Oh Mann. Das war Glück. Da hat man einfach gemerkt, es ist. Also ich finde es im positiven Sinne auch, ne? Sowohl als auch. Sie ist halt deutlich komplexer. Es gibt noch mehr Wege, das hat man ja schon in der ersten Welle bei den Strecken gesehen, bei den beiden Tokio-Strecken da. Und auch Ninja Dojo, das war ja auch schon sehr extrem. Aber auch wenn sie halt eben diese Schwierigkeit hatte, deswegen war sie aus der ersten Welle meine Lieblingsstrecke.
weil sie eben nicht so leicht ist wie der Rest. Und auch hier muss ich sagen, in New York ist jetzt nicht so schwer wie dieses Ninja Dojo, muss ich sagen. Aber da gibt es halt auch so viele Möglichkeiten einfach, auch an Abkürzungen, die ich selber noch gar nicht kenne jetzt alle oder selber noch nicht alle gefahren habe. Oh, komm schon, das müssen wir hinkriegen. Sehr schön. Haben wir hingekriegt. Das freut mich. Hier hatte ich nämlich ehrlich gesagt ein wenig die Befürchtung, dass das Ganze nicht so laufen wird. Ja. Und allgemein würde ich sagen, bei allen Mario Kart Tour Strecken, dadurch, dass die ja eigentlich auf dem Handy, ich nenne es trotzdem mehr zweidimensional sind, wenn ihr versteht, wie ich das meine, auch weil mit der Fingersteuerung und so, habe ich das Gefühl, automatisch schwieriger. Obwohl das vielleicht gar nicht unbedingt so gewollt ist. Aber durch diese Vielfältigkeit, die ja bei dem Mobile-Game, würde ich jetzt mal sagen, leichter zu handhaben ist, weil du ja weniger machen musst, aber die das hiermit übernehmen, hast du hier halt mehr Komplexität. Was ich aber eben auch gut finde, und gerade jetzt hier eben in der zweiten Welle, im anderen Cup, kommt da auch nochmal so eine Strecke, wo ich sage, ja, das merkt man halt einfach in dem Fall. Aber eben meiner Meinung nach auch jetzt nicht schlimm. Ich habe da jetzt schon anderes gehört, die dann gerade genau deswegen diese Strecken nicht so gut finden. Also jetzt aus dem privaten Kreis. Und ja, gut, das ist halt Geschmackssache letztendlich. Ich muss allgemein sagen, also die zweite Welle hier gefällt mir doch nochmal ein deutliches Stück besser. Also gerade auch der nächste Cup, da freue ich mich richtig drauf. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen doof, dass ich schon die Strecken kenne, schon einmal gespielt habe. Nächstes Mal wird es wieder anders laufen. Aber diesmal ging das. Aus privaten Gründen habe ich das diesmal halt anders gemacht. Und dementsprechend ist das halt immer so. Trotzdem finde ich das ja nicht schlimm. Man kennt die Strecken ja grundsätzlich sowieso, nur halt eben der Aufbau jetzt hier drin nicht. Und ich muss auch gerade sagen, die Calimari-Bürste, um jetzt mal auf diese Strecke zu kommen, die ist Hammer. Also gerade von diesem Cup hier ist sie, glaube ich, meine Lieblingsstrecke mit. Ich meine, die nächste, die kommt, da feiern ja alle. Wow. Und vom Optischen her ist sie auch geil. Also vom Optischen her ist es die nächste Strecke, die am geilsten ist. Und die, die sich das schon mal angeschaut haben, die wissen ganz genau, welche Strecke ich meine. Also welche Strecken in welchen Cups sind. Ach, come on. Aber vom Aufbau her, muss ich sagen, gefällt mir diese Strecke hier von dem Cup her am besten. Weil ich halt auch einfach... Oh, das war schon die dritte Runde. Krass. Weil ich halt einfach dieses Western-Style sowieso mag und auch gut finde. Aber auch gerade das mit dem Zug haben die richtig gut gemacht. Denn die Calimari-Wüste ist ja ursprünglich von der N64 und das ist auch die Version. Und diese Version ist halt eben auch in Mario Kart Tour drin gewesen, soweit ich weiß. Und es gibt ja aber auch die Calimari-Wüste, soweit ich weiß, bei Mario Kart 7. Und da ist sie aber sogar, finde ich, ja, irgendwie gefühlt noch leichter als auf der N64. Weil sie nicht geändert wurde, aber durch die vereinfachte Steuerung, sage ich jetzt mal, ist sie einfach, ja, ist sie immer wirklich einfacher geworden. Ich muss sagen, hier, auch dass man jetzt auf den Schienen gefahren ist und so, das haben, ist eine coole Neuerung und das haben sie richtig gut hingekriegt. Und nun sind wir, oh Mann, crap, bei wohl der Strecke, die optisch einfach der Hammer ist. Waluigi Pinball. Einfach so eine geile Strecke aus dem DS. Die ist einfach der absolute Wahnsinn. Ich finde sie optisch echt genial. Obwohl sie total schlicht ist, ne? Man sieht ja nicht so viel, aber gerade wenn man jetzt hier so drumherum schaut mit den ganzen Neonfarben und auch hier die Details, ich liebe sowas, ich feiere sowas extrem. Und ja, das ist einfach genial. Und gerade, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man jetzt hier sich die Fläche anschaut, muss ich an Super Mario 3D World, an Bowsers, an Welt Bowser denken. Wo er dann auch seinen Vergnügungspark da hat. Ja, also da muss ich sagen, es sieht einfach mega, mega geil aus. Die Strecke ist ziemlich cool, also gerade eben Strecke 3 und 4. New York ist ganz cool.
Gefällt mir auch vom optischen her, ist aber trotzdem sehr schwer. Ja, ich weiß es nicht. Also grundsätzlich ist es für mich diesmal echt schwierig zu sagen, welche Strecken ich besser und schlechter finde. Ich meine, gut, am schlechtesten in Anführungsstrichen oder am uninteressantesten ist halt nun mal die allererste Mario Piste 3. Also die allererste Mario Kart Strecke, also zweites Rennen in diesem Cup. Ist halt nun mal so, aber auch dafür haben sie die ganz gut hingekriegt, ohne die jetzt halt verändern zu müssen groß. Kann man nicht groß meckern. Und sonst alle drei anderen Strecken, muss ich sagen, feiere ich extrem. Also, man merkt, Nintendo hat sich hier schon in Welle 2 deutlich... Ach, komm schon! Deutlich mehr Mühe jetzt mittlerweile gemacht, als in Welle 1, finde ich. Welle 1 war halt ganz cool. Man hat sich gefreut, nach all den Jahren überhaupt mal neue Strecken wieder zu bekommen. Aber wenn man das jetzt gerade jetzt mit Welle 2 vergleicht, muss ich sagen, hat Welle 1 einfach keine Chance. Also hier sind einfach deutlich bessere Strecken vertreten als in Welle 1. Also wie gesagt, dieses Tokyo Tempo Tour ist ganz nice to have, sieht auch cool aus, ist jetzt aber auch alles nicht so... Ja, die sind alle cool, also ich finde die jetzt nicht schlecht, aber die sind halt auch nicht sehr bewegend. Wie gesagt, dieses Ninja Dojo ist was Besonderes, das finde ich ganz nice. Und ich muss mich gerade überlegen, was war denn noch in den anderen beiden Cups drin? Ja, okay, Kokospromenade ist natürlich auch noch ziemlich nice. Gerade, dass man eben die Wii-Strecken hier mit reinnimmt, finde ich mega. Einfach schon aus dem Grund, weil ich kein Fan von der Gehirnstörung von Mario Kart Wii bin. Und umso mehr geile Strecken von Mario Kart Wii hier reinkommen, umso besser. Weil dann habe ich weniger Gründe, Mario Kart Wii zu spielen. Ich feiere nämlich die Strecken von Mario Kart Wii total. Aber halt eben nicht diese Gehirnstörung. Ich mochte die noch nie. Und dementsprechend kannte ich zwar Mario Kart Wii, bin aber halt so richtig erst mit Mario Kart 8 warm geworden. Sehr schön, das war der Rüben Cup. Also, mein Fazit zu diesem Cup ist, er ist auf jeden Fall eine deutliche Steigerung jetzt schon zu den ersten beiden Wellen. Und ich bin wirklich gespannt, was ihr zu diesem Cup sagt. Welche Strecke aus diesem Cup ist euer Favorit und welche am wenigsten, gut, am wenigsten gehe ich mal davon aus, wird klar sein. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann mit dem Propeller Cup weitergeht. Haut rein, Leute, bis dann und ciao.